Wenn diese Orca-Begegnungen nicht gefilmt worden wären, würdest du sie nie glauben. Von den unglaublichen Orca-Rettungen bis hin zu einem herzzerreißenden Anblick eines Orca, der mit seinem menschlichen Freund spielt. Sieh dir 13 Orca-Begegnungen an, die du nicht glauben würdest, wenn sie nicht mit der Kamera festgehalten worden wären. Nummer 13. Orcas, die sich einem Boot nähern und sich von Menschen anfassen lassen. Eine Gruppe war mit einem Boot in Alaska unterwegs, als sie ein paar Orcas entdeckten, die sie erst aus der Ferne und dann aus der Nähe beobachteten. Das stimmt. Sie waren so neugierig, dass sie sich mit dem Boot einfach nähern mussten und die Menschen an Bord waren gelinde gesagt fasziniert. Sie hätten nie erwartet, dass sich diese Tiere so freundlich verhalten würden. Nach einigem Hin und Her kam ein Orca so nah an das Boot heran, dass die Leute ihn berühren konnten. Und ein Mann tat genau das, was den Orca überraschte, der sofort nach der Berührung unter Wasser ging, als sei er schüchtern. Als er wieder an die Oberfläche kam, versuchte der Mann, ihn noch einmal zu streicheln, aber der Orca schien nicht in Stimmung zu sein. Nummer 12. Orca-Begegnung mit einem Taucher und einem Hund. Sieh dir diese erstaunlichen Aufnahmen aus der Mathesons Bay in Neuseeland an. Ein Taucher war auf dem Rückweg zum Ufer, als er ein paar Orcas sah. Seine Reaktion? Unbezahlbar. Sieh dir an, wie er auf die Felsen klettert. Die Orcas hatten sicher nicht vor, ihn anzugreifen, aber er wollte es nicht riskieren. Und die Reaktion des Hundes ist genauso amüsant. Der schwarze Labrador war damit beschäftigt, das zu tun, was er am besten kann, nämlich Stöcke aus dem Wasser zu holen, als er einen der Orcas auf sich zukommen sah. Zuerst war er neugierig und wollte sehen, was es damit auf sich hat. Und dann wollte der Hund auch keinen Angriff riskieren, also drehte er schnell um und schwamm zurück zum Ufer, während der Orca ihm so weit wie möglich folgte. Nummer 11. Orcas belästigen ein Boot. Einige Leute waren via Yacht auf dem Weg von Le Sable in Frankreich nach Gibraltar, als sie nur 32 Kilometer vor der Küste von Porto auf eine Gruppe von Orcas stieß. Was folgte, waren 2 Stunden Belästigung durch die Orcas. Sie folgten ihnen eine ganze Weile und schwammen sogar unter die Yacht und schlugen gegen das Ruder, was die Menschen an Bord in Angst und Schrecken versetzte. Sie waren sogar so verängstigt, dass sie die portugiesische Küstenwache kontaktierten, die ihnen riet, alle Systeme abzuschalten und einfach zu warten, bis die Orcas verschwinden. Nummer 10. Orca spielt mit seinem menschlichen Freund. Hier siehst du Luna, die dir die Antwort auf die Frage geben wird, ob Menschen mit Orcas befreundet sein können. Nach diesem Clip und Lunas Verhalten zu urteilen, ist die Antwort ein verblüffendes Ja. Zuerst ein wenig Hintergrundgeschichte. Luna gehörte zu einer sehr sozialen Gruppe von Orcas, den Southern Residents, aber leider hat sie ihre Familie aus den Augen verloren und versuchte, Kontakt zu Menschen aufzunehmen. Oh ja, sie nahm Kontakt auf. Sie nahm sogar so viel Kontakt auf, dass sie sich mit Menschen anfreundete. Du glaubst uns nicht? Dieser Clip ist der einzige Beweis, den du brauchst. Schau, wie süß das ist. Es ist, als würde man mit seinem Hund fangen spielen. Du würdest es nicht glauben, wenn es nicht mit der Kamera festgehalten worden wäre. Nummer 9. Die Begegnung einer Familie mit einem neugierigen Orca. Ein Ehepaar genoss gerade seinen Urlaub vor der Küste von Kamano Island in Washington, als sie auf einen riesigen 17-jährigen männlichen Orca stießen, der bereit war, Freundschaft zu schließen. Er war sehr aufgeregt, diese Menschen zu sehen, vielleicht zu aufgeregt. Alles war lustig und entspannt, bis der Orca seinen Weg unter das Boot fand. Aber es gab nichts, was das Paar tun konnte, außer zu warten und zu hoffen, dass der Orca verschwinden würde. Nach einer Weile beschlossen sie, dass es genug war und kehrten zum Ufer zurück. Aber das neugierige Tier war noch nicht bereit, sich zu verabschieden und folgte ihrem Boot noch eine ganze Weile, bevor er schließlich davonschwamm. Nummer 8.
Eine Schar Orcas umzingelt eine Frau. Judy Johnson hatte gehofft, in den wunderschönen Gewässern des Hawaii-Strandes in Neuseeland schwimmen zu können. Was sie stattdessen bekam, war die Erfahrung ihres Lebens. Judy bemerkte eine Gestalt, die sich ihr näherte, und zuerst war sie ganz aufgeregt und dachte, es sei ein Delfin. Das war es aber nicht. Stattdessen war es nicht einer, sondern drei Orcas. Ein Erwachsener, ein Jungtier und ein Kalb. Wie du dir vielleicht denken kannst, verwandelte sich die Aufregung der Frau innerhalb von Sekunden in Entsetzen. Aber sie geriet nicht in Panik, sondern schwamm einfach weiter, bis sie das Ufer erreichte. Was für eine mutige Frau! Nummer 7. Orca versucht, mit einem Mädchen zu kommunizieren. Wir haben schon viele Orcas gesehen, die sich Booten genähert haben. Manchmal freundlich, andere nicht so sehr. Aber was würdest du zu diesem sagen? Auch diese Orcas waren neugierig und wollten sich dem Boot nähern. Aber vor dem Boot befand sich ein Mädchen, das schnorchelte. Und was taten die Orcas? Sie versuchten, mit ihr zu kommunizieren. Faszinierend, oder? Sie kamen so nah an das Mädchen heran. Sie untersuchten sie sowohl von unten als auch von oben mit Spähsprüngen. Es ist, als ob sie ihr Liebe schicken würden. Schau mal, wie lange sie vor dem Mädchen stehen geblieben sind. Sie versuchen definitiv zu kommunizieren, indem sie sich gegenseitig in die Augen schauen. Nummer 6. Erstaunliche Orca-Rettung. Von engen Begegnungen bis hin zu einer unglaublichen Orca-Rettung, die dein Herz zum Schmelzen bringt. Es begann wie eine ganz normale Orca-Begegnung, aber es wurde schnell zu einer unglaublichen Rettungsaktion, die eine Teamleistung erforderte. Was ist also genau passiert? Zunächst einmal war es nicht nur ein Orca, der Hilfe brauchte, sondern sowohl die Mutter als auch ihr Baby, die sich in einem Seil verheddert hatten. Der erste Versuch scheiterte, weil die Leute auf dem Boot das Seil nicht durchschneiden konnten. Also mussten sie sich eine andere Lösung überlegen. Carlos kam auf die Idee, den Anker auf den Grund zu werfen und den Orca zu umkreisen, um das Seil vom Anker mit dem des Netzes zu verbinden. Und genau das tat er auch. Die Seile waren straff gespannt und Carlos schaffte es, mit Hilfe von vier anderen Männern alles hochzuziehen. Erst dann konnten sie das Seil unter der Schwanzflosse des Orca erreichen und ihn endlich losschneiden. Das schöne Tier war endlich frei. Nummer 5. Gestrandetes Orca-Baby gerettet. Am 16. September 2021 half ein Rettungsteam aus Beamten des russischen Katastrophenschutzministeriums und Freiwilligen, einem hilflosen Orca-Baby wieder mit seiner Mutter vereint zu werden. Das Baby steckte in seichtem Wasser vor der Küste der Magadan-Region in Russland fest. Das Rettungsteam hatte Schwierigkeiten, den Orca aus eigener Kraft zu bewegen, also banden sie ihm ein Seil um den Körper und bewegten ihn in die richtige Richtung. Nummer 4. Orca, der darauf trainiert wurde, menschliche Laute zu imitieren. Und hier haben wir etwas wirklich Außergewöhnliches, das du bestimmt nicht glauben würdest, wenn es nicht mit der Kamera festgehalten worden wäre. Ein Orca ahmt menschliche Laute nach. Ich weiß, das klingt unglaublich, aber hier sind die Aufnahmen, die es beweisen. Das ist Vicky und er ist der erste Orca, der darauf trainiert wurde, menschliche Worte nachzuahmen. Vicky ist 14 Jahre alt und kann den Namen seines Trainers und einige Wörter wie Hallo und Tschüss sagen. Und er kann sogar bis 3 zählen. Faszinierendes Zeug, nicht wahr? Nummer 3. Schwimmer rennen aus dem Wasser, als der Orca zum Ufer schwimmt. Ein paar Leute vergnügten sich am Strand in Neuseeland, als sie plötzlich etwas bemerkten, das sich ihnen schnell näherte. Es war kein Hai, sonst wäre das Video nicht so lustig und sie hätten nicht so viel zu lachen. Zu ihrem Glück war es ein Orca, weshalb sie es nicht so eilig hatten, aus dem Wasser zu kommen. Aber sie taten es trotzdem, weil sie nichts riskieren wollten. Nummer 2. Orca landet auf Kajak.
Aus der Ferne sieht es unglaublich aus, aber der Kajakfahrer muss einen riesen Schreck bekommen haben, als dieser riesige Orca auf seinem Kajak landete. Es gibt viele Möglichkeiten, wie diese Begegnung hätte schiefgehen können, aber zum Glück waren am Ende alle in Sicherheit und die ganze Welt konnte sich dieses erstaunliche Filmmaterial ansehen. Gut, dass sie es gefilmt haben. Nummer 1. Orca-Nahbegegnung. Unser heutiges Vorschaubild ist ungewöhnlich. Es zeigt einen Mann, der auf einem Eisberg zu sitzen scheint, mit einer Art Seil in der Hand und einem breiten Lächeln im Gesicht. Das liegt wahrscheinlich daran, dass neben ihm ein Orca ist, der aussieht, als ob er spielen will. Wenn das kein Grund zum Lächeln ist, dann weiß ich auch nicht. Dieser Orca wurde bei akustischen Aufnahmen am 4. Januar 2013 im McMurdo Sound in der Antarktis getroffen, dem südlichsten schiffbaren Gewässer der Welt, das etwa 1300 Kilometer vom Südpol entfernt ist. Was war dein Lieblingsmoment mit den Orcas im heutigen Video? Lass es uns in den Kommentaren wissen und abonniere unseren Kanal.